Das ist Ihr Fahrzeug. Richtig. Okay, sind Sie sich da sicher? Natürlich. Junger Mann, Sie sind momentan nach § 10 Absatz 1 des Strafgesetzbuches des Diebstahls bezichtigt, denn Sie sind nämlich gerade mit meinem Fahrzeug unterwegs. Mit Ihrem? Ja. Das kann überhaupt nicht sein, das habe ich eben gerade erworben. Du hast mich alleine gelassen. Lang ist es her. Ah, hier, unter der Brücke, weil ich ja kein Zuhause habe. Ich habe ja kein Geld. Wo ich hier schlafen gegangen bin, hat aber das weiß Samuel nicht, das weiß Santiago nicht, hat Samuel auf die Fresse bekommen. Von den Aztecas. Aber es ist sehr dunkel. Ich muss es heller machen. So, 7500 habe ich dabei. Ich habe vergessen, wie viel ich noch auf dem Konto habe. Und ich habe vergessen, was ich überhaupt für Kontakte habe. Nicht so viele. Samuel, Isaac. Samuel und Isaac. Mehr Leute kenne ich nicht. Isaac, weil wir der Grove Street immer Fahrzeuge verkauft haben, welche wir gestohlen haben. Von anderen Leuten. Und die Grove Street hat die gekauft, damit die dort damit Geiselnahmen und so machen konnte. So, ich muss einmal gucken. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir uns damals, vor einem Jahr, ein Fahrzeug gekauft haben. Ich weiß es nicht. Kennt man den Char? Ja, diejenigen, die vor einem Jahr, also heute auf dem Tag, vor einem Jahr dabei waren, die kennen den Char. Wir brauchen ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug, welches zu einem Kokainbaron passt. Nicht so eins, wie da vorne steht. Das ist nicht unbedingt das beste Fahrzeug. Habe ich ein eigenes? Ich glaube nicht. Ansonsten muss ich mir ein Taxi rufen. Welches mich dann? Guten Tag. Morgen. Ich habe keine Fahrzeuge. Ich muss mir ein Taxi rufen. Entschuldigen Sie. Ja, bitte? Darf ich Sie kurz aufhalten? Ja, was gibt's denn? Ich suche jemanden, der möglicherweise den gleichen Weg hat wie ich. Ich muss in den Norden. In den Norden? Ich kann Sie gern fahren, wenn Sie wollen. Würden Sie mich ein Stück mitnehmen? Ja, wo sollst du denn genau hingehen im Norden? Ich muss zum Baumarkt ein paar Sachen holen, Blumenerde und so etwas. Baumarkt? Ja, gerne, steigen Sie ein. Das ist sehr nett. Ich habe kein Fahrzeug, wissen Sie. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Ich wollte eigentlich gerade zum Kleidungsladen fahren, aber... Wieso? Mal steigen Sie ein. Was ist nicht in Ordnung mit Ihrer Kleidung? Nee, ich wollte mal was Neues haben, so. Ist ein bisschen warm. Da ist ein Hoodie ein bisschen zu viel. Das ist ein sehr schönes Fahrzeug, was Sie haben. Dankeschön, ist aber nur gemietet. Beziehungsweise ausgeliehen. Ausgeliehen? Ja, ja. Ich bin relativ neu im Stau, deswegen. Darin bin ich auch Profi. Im Ausleihen? Im Ausleihen von Fahrzeugen. Also ich frage häufiger Leute, ob sie mir ihr Fahrzeug ausleihen würden, weil ich selber noch... Also ich kann mir kein eigenes leisten. Ja, verständlich. Aber erstmal kennen muss Sie ich... den Typen, den es gehört, oder? Das spielt keine Rolle. Ach so. Ah, ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Sind Sie zufällig interessiert an einem neuen Fahrzeug? Ich betreibe einen Gebrauchtwagenhandel. Soll ich es wieder zurücknehmen oder wollen Sie laufen? Oh, also, wenn Sie mich so fragen, dann selbstverständlich gerne. Sie wollen ja das Cabrio. Ich muss nur ganz kurz die Blumenerde holen. Ja, natürlich, natürlich. Die Blumenerde können Sie gerade in den Rand tun, wenn Sie wollen. Ah, oh, das ist gut. Ein Gebrauchtwagenhändler haben Sie also? Also, sagen wir, ich befinde mich in den ersten Zügen dieses Geschäfts. Ich erzähle Ihnen ein kleines Geheimnis. Ja. Ich bin Kokainbaron. Oha. Also ist das Gebrauchtwagenhandel nur eine Masche, oder was? Naja, der eine Geschäftszweig schließt den anderen nicht aus, wissen Sie. Das stimmt, ja. Geh kurz was holen. Soll ich Ihnen etwas mitbringen? Nee, danke, ich hab noch. Sagen Sie. Ja. Ich bin nicht so gut bei Kasse. Also ich habe mir Essen und Trinken wohl leisten können. Ja. Aber was glauben Sie, wie viel hat er in der Kasse, wenn ich ihm reingreife? Ich weiß nicht so, der ist zentral gelegen, es könnte jetzt nicht unbedingt wenig sein, aber... Ich kann Ihnen schon mal sagen, wenn Sie vorhaben, danach abzuhauen, ich habe nicht besonders viel Sprit im Tank. Sie könnten kurz tanken gehen. Dann gehe ich kurz tanken fahren, ja. Okay, das heißt, Sie sind dabei und wir teilen die Beute. Das können wir machen, ja. Ich gebe Ihnen 20%. 20%? Naja, dadurch, ich fahre, würde ich ja schon, also... Nein, wird nicht unverschämt sein, aber... Ich übernehme doch das Risiko. Naja, weil... Mit Gehangen, mit Gefangen, ne? Sagen wir 30%. Es geht schon in die bessere Richtung. Sagen wir 45%, dann sind wir quitt. 40% und wir sind im Geschäft. Alles klar. Okay, ich erwarte Ihren Fluchtwagen. Jo, das dauert einen Moment, ne? Ich muss tanken. Kein Problem. Fahren Sie noch kurz. So, Kollege, siehst du mein Messer? Gib mir den Inhalt deiner Kasse. Du hast nichts drin. Scheiße. Du hast mich nicht gesehen. Okay, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Man muss irgendwie klein anfangen. Das, also. Aber das sitzt auf einem silbernen Tablett drauf. Ich glaube, der Typ, der tanken wollte, kommt einfach nicht wieder. Er war nicht bereit dafür. Er ist doch bereit gewesen. Bin wieder da. Ja, der...
Der Typ hat überhaupt nichts in der Kasse drin. Nichts? Das ist ja scheiße. Ich hab dort reingeguckt, aber ich hab ihn bestechen können, damit er nicht die Cops ruft. Na, wenigstens etwas. Aber ich hab da etwas anderes. Ja. Ist dir vielleicht an einem Fahrrad interessiert? Nee, danke, ich hab ein Auto. Okay. Komm mal her, bevor sich unsere Wege gleich trennen, ich würde dir gerne meine Karte geben. Natürlich. Dann kannst du dich einfach melden, wenn du an einem Fahrzeug interessiert bist. Irgendwann wird mein Gebrauchtwagenhandel der größte sein. Das hört sich gut an, ja. Und Dankeschön. Ich werde... Ich bin auch immer meine Visitenkarte, bitteschön. Ich werde dir einen guten Preis machen. Alles klar, das ist sehr nett. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Daniel. Ebenso. Einer so dumm ist, direkt von dem Präsidium von der Polizei. Weil sie alle keine Ahnung haben, dass ich im Besitz eines neuen Fahrzeugs bin. Scheiße geil. Auf jeden Fall gut, habe ich auf jeden Fall viel Geld rausgeholt. Darf ich kurz stören? Warten Sie auch, bis das Casino öffnet. Sind Sie zufällig verwandt mit einem Herrn Barbers? Nein, Casino ist offen. Ist offen. Autohaus. Lamborghini. Und noch irgendwas, dass wir wieder 2-3 Autos oder sowas hier haben für die Verlosung. Meine spitzen kolumbianischen Ohren haben dort einen lukrativen Handel gewittert. Einen sehr lukrativen. Guten Abend, die Damen. Darf ich Sie ganz kurz stören? Ja. Kennen Sie mir, ich kenne mich nicht aus und bevor ich alles durchprobiere, können Sie mir vielleicht sagen, wo ich um viel Geld spielen kann hier? Also wo ich das meiste Geld im Casino rausholen kann? Möchten Sie auf Nummer sicher gehen oder so wirklich mit dem Feuer spielen? Ich möchte mit dem Feuer spielen. Ich spiele sehr gerne mit dem Feuer. Dann gehen Sie da den Flur entlang und dann finden Sie in den hinteren Räumen Tische. Und da gibt es einen Tisch mit dem Spiel High or Low. Okay. Und da spielen sie zu 100% mit dem Feuer. Okay. Gibt es da einen Höchsteinsatz? Oh, das weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht, aber ich glaube nicht. Aber da kann man einiges setzen, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann werde ich mir das mal ansehen. Ich danke Ihnen. Kein Problem. Gerne. Okay. Tischspieler. Steht auch dran, hätte ich mir denken können. Bin auf der Suche nach High or Low. Und die Damen gesagt. Du hast Roulette. Blackjack. Okay, ich habe 5.000. Das ist halt mein Geld, was ich dabei habe, ne? Okay, ich lege $1. $2 gemacht. Ich lege $1. Ich habe 2 gemacht. Ich lege $1. Ich habe ihn verloren. Okay, ich erkenne ein Prinzip. Ich lege alles. Ich verliere alles. Nein! Ich habe noch 700. Ich gehe kurz neue Chips holen. Warte hier. Okay. Sie hat dann recht, es ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Ja, ich habe letztens auch mein ganzes Konto verzockt. Gibt es hier irgendwo einen Geldautomat? Ja, da vorne, wenn Sie da reingehen. Wir können es Ihnen schnell zeigen. Ja, genau, erklären, zeigen. Das ist nett. Sie haben Ihr ganzes Geld hier verspielt. Waren insgesamt, glaube ich, so 70.000, 80.000. Die haben Sie nur bei High or Low verspielt oder auch bei anderen Spielen? Ja, natürlich nur bei High or Low. Ah ja, gut. Sie hätten es auch verdoppeln können. Ja, hätte ich, aber hat nicht funktioniert. Ich werde das Gleiche versuchen. Sind wir ja rangegangen. Hier bei dem Typen kriegen Sie Geld. Okay. Gib mir alles, was ich auf dem Konto habe. Okay, ich hole mir Chips. Okay, Sie hatten kein Glück. Nein, ich hatte kein Glück. Leider nicht. Okay, aber vielleicht bringen Sie mir Glück. Würdet ihr mich zu High or Low begleiten? Klar. Können wir gerne machen. Okay, ich lege jetzt meinen ganzen Kontostand da drauf. Aber wir sind am Ende nicht schuld, wenn es nicht funktioniert. Natürlich nicht. Würdet ihr High oder Low nehmen? Also. Ich würde Low nehmen. Okay. Aber mit Ihrer Einschätzung haben Sie beim letzten Mal alles verspielt. Das ist richtig, aber ja, ja. Hm. Hören Sie lieber nicht auf mich. Okay. Wenn ich jetzt High nehme... Vertrauen Sie auf Ihr erstes Gefühl und dann nehmen Sie das andere. Auf mein erstes Gefühl vertrauen und das andere nehmen. Aber dann würde ich das nehmen, was sie gesagt hat. Und sie hat beim letzten Mal kein Glück gehabt. Also ich bin wirklich für High. Also. Okay. Schauen Sie sich einfach den Tisch an. Und dann gehen sie in sich
Und dann hören sie auf ihr Gefühl und dann ändern sie nochmal ihre Meinung. Sie machen es mir nicht einfacher. Ich verspiele gerade meinen kompletten Kontostand. Drück mir die Daumen. Ich versuche es. Okay. Was nehmen Sie jetzt? Ich weiß noch nicht. Okay. Orlin, sagen Sie es mir. Irgendjemand. Sagt was. Hi. Okay. Go. Ich habe gewonnen. Ich habe... Was haben Sie genommen? Ich habe gewonnen. Ah, mein Herz. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke. Was haben Sie jetzt genommen? High oder low? Ich habe high genommen. Ja, habe ich doch gleich gesagt. Ich habe... Oh, ich habe mit meinem kompletten Kontostand gespielt. Was sagt ihr? Soll ich weitermachen? Das immer, aber wenn ich spiele, funktioniert das. Oder soll ich aufhören? Wie viel haben Sie denn gewonnen? 20.000. Jetzt haben Sie 40. Nee, ich habe jetzt 20. Ich hatte 10. Ach so. Okay, okay. Und wenn Sie nochmal 10 setzen? Naja, oder ich setze jetzt alles und gehe vielleicht mit 40.000 raus. Okay, aber Sie hatten eben gerade mit High auch recht gehabt. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt recht habe. Also mein erstes Gefühl sagt Low und dann switch ich und dann High. Ja, dann wäre es High. Okay, ich mache es. Ich lege alles. All in. High oder low? Hi. Low. Ich habe alles verloren. Was haben Sie genommen? Warum haben Sie nicht auf mich gehört? Hätte ich besser gemacht. Das ist jetzt ungünstig. Ja. Okay. Die Damen, ich danke sehr für Ihre Zeit. Es war eine sehr angenehme Begegnung. Aber ohne Geld habe ich in diesem Casino nichts mehr verloren. Das ist richtig, ja. Tut uns leid. Sie können nichts dafür. Das ist Glücksspiel. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Danke ebenfalls. Entschuldigung, die Herrschaften, gehört hier einem das Auto, ein lilaner Elegy? Das ist meine. Das ist Ihre. Richtig. Schön. Wollen Sie ihn kaufen? Nee, wir haben es nicht so gerne, wenn Leute uns die Bullen auf unser Gebiet bringen. Wie, warum? Was wollen die mit meinem Fahrzeug? Weil da vorne auf unserem Parkplatz Korps stehen und die nach dem Fahrzeugbesitzer gefragt haben. Ja, sagen wir, ja, das ist unglücklich. Wir haben das nicht so gerne, wenn die Korps bei uns auftauchen. Ja, ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Korps hier hinkommen. Ich hatte gedacht, dass ich, bevor ich spielen gehe, dieses Fahrzeug schon längst verkauft habe, aber es sind nicht so viele Leute auf der Suche nach diesem Fahrzeug. Ja. Wahrscheinlich mehr, als Sie denken. Naja, jetzt, wo ich was von Korps höre, wahrscheinlich. Es tut mir sehr leid, ich wollte sie nicht in Unannehmlichkeiten bringen. Ist jetzt nur die Sache, was wir machen. Wie gesagt, einerseits können wir sie jetzt rausbringen und wir übergeben ihnen den Korps. Oder wir erklären das hier, weil wir mögen es nicht so. Aber ich glaube eher, die Korps sind gerade die bessere Variante. Wie gesagt, es tut mir sehr leid, dass ich Sie in eine derartige Situation gebracht habe. Das ist nicht meine Absicht gewesen. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal raus. Stehen die vor der Türe? Nee. Begleiten Sie uns. Schöne Jogginghose, aber nicht im Casino. Beehren Sie uns bald wieder. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Ja, ich wohl nicht mehr. Ich habe alles verspielt. Was sind das für Mädels, Jungs? Keine Ahnung, das sind Gäste. Ich hab das auch zum ersten Mal gesehen. Ich kann nicht sagen, ihr Glück bringen die nicht. Sie haben nicht zufällig eine gute Ausrede für mich parat. Kommt drauf an, was sie gemacht haben. Ein Fahrzeug gestohlen. Ausgeliehen. Erzählen Sie es nicht weiter, bitte. Abend. Guten Tag zusammen. Mahlzeit. Ich habe gehört, Sie sind auf der Suche nach mir. Ja, das kommt jetzt ganz drauf an. Sind Sie hier mit dem Fahrzeug unterwegs? Genau, das ist meins. Das ist Ihr Fahrzeug? Richtig. Okay, sind Sie sich da sicher? Natürlich. Junger Mann, Sie sind momentan nach § 10 Absatz 1 des Strafgesetzbuches des Diebstahls bezichtigt, denn Sie sind nämlich gerade mit meinem Fahrzeug unterwegs. Mit Ihrem? Ja. Das kann überhaupt nicht sein, das habe ich eben gerade erworben. Nee, haben Sie nicht. Das haben Sie höchstwahrscheinlich irgendwo entwendet. Ich schätze mal, weil ich es zuletzt vorm PD gesehen habe, vorm PD. Nee, ich habe überhaupt kein Fahrzeug entwendet. Ich habe das eben gerade erworben. Mhm. Haben Sie einen Kaufvertrag, Schlüssel, Fahrzeugpapiere? Nein, das habe ich nicht. Das ging unter der Hand. Mein Freund Daniel hat mir es eben gerade für $800 verkauft. Und mit für 800 Dollar? Genau. Und mit dem, was ich noch über hatte, weil ich ein bisschen gefeilscht habe, er wollte erst 2000, aber ich habe ein bisschen gefeilscht und am Ende konnte ich es für 800 haben. Deswegen habe ich 1200 gespart und mit denen bin ich jetzt gerade in das Casino zum Spielen gegangen. Haben Sie vielleicht einen kleinen Moment Zeit, mit uns mal ins PD zu fahren, dass wir das da in Ruhe klären können? Überhaupt gar kein Problem. Ja, soll ich mit Ihnen fahren oder soll ich mein Auto nehmen? Nee, das Fahrzeug ist mein Fahrzeug. Damit fahren Sie bitte nicht weiter. Danke euch, ne? Herr Officer. Sie haben keinen Führerschein. Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein. Ich bin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das stellt ein kleines Problem dar, aber das sollten wir auch gelöst bekommen. Gut. Dann würde ich Sie einmal bitten, dass Sie sich einmal umdrehen und die Hände über den Kopf nehmen, dass ich Sie einmal durchsuchen kann. Aber selbstverständlich. Ich bin der Arsch. Ich bin der Arsch. Herr Mosquera, ist das richtig? Mosquera. Mosquera, okay, gut. Haben Sie für die Gefechtspistole einen Waffenschein? Ah, das ist jetzt eine Geschichte, wenn ich Ihnen die erkläre.
Nein, ich habe dafür keinen Waffenschein. Aber ich habe auch nicht vor, die zu behalten. Okay, dann machen wir das gleich so. Wenn Sie sie eh nicht behalten wollen, dann würde ich sie gleich an mich nehmen. Ja, warten Sie. Aber das geht nicht einfach so. Inwiefern? Darf ich kurz meine Hände runternehmen, damit ich Ihnen das erklären kann? Gerade ungern jetzt, wo ich weiß, dass Sie eine Waffe bei sich tragen. Okay. Ich lasse die oben und drehe mich zu Ihnen. So können wir das machen, ja. Okay, Herr Officer, passen Sie auf. Ich erzähle Ihnen die Wahrheit. Also, es ist so gewesen. Ich habe einen Freund, Samuel. Mhm. Und Samuel wollte mit mir eine Wette machen. Wir haben eine Fernsehserie gesehen, damals, wo es darum ging, mit einem Apfel anzufangen, Dinge zu tauschen. Und er hat zu mir gesagt, Santiago, pass auf, wir machen das 3 Tage. Und ich werde dir sagen, in 3 Tagen, ich werde mit einem Ferrari vor dir stehen. Und ich habe gesagt, Samuel, auf keinen Fall, das wird nicht gehen. Aber ich bin diese Wette eingegangen und er hat gesagt, guck mal, wenn du es schaffst, etwas Wertvolleres zu kriegen wie ich, werde ich dir $50.000 geben. Also habe ich gedacht, okay, wir machen das so. Und ich habe auch angefangen mit einem Apfel. Ich habe einen Apfel eingetauscht mit einem Mann, mit einem alten Mann, gegen ein Fahrrad. Und dieses Fahrrad habe ich mit einem anderen Mann eingetauscht gegen eine Pistole. Er hat sie aus seinem Kofferraum genommen. Und dann wollte ich diese Pistole eintauschen gegen etwas, was mehr wert ist wie diese Pistole. Aber der Mann, dem ich sie geben sollte, er hatte schon eine Pistole. Und ich habe ihm gesagt, aber er hat 2 Hände. Und er hatte auch einen Waffenschein. Aber er wollte diese Pistole nicht haben und mich bei diesem Tauschgeschäft unterstützen, auch wenn ich ihm angeboten habe, ihn an dem Gewinn von 50.000 zu beteiligen. Ja. Also sitze ich auf diese Pistole, die ich überhaupt nicht brauche. Aber wenn Sie mir diese Pistole abnehmen und mir nichts anderes dafür geben, machen Sie mein ganzes Tauschgeschäft kaputt und werfen mich um 2 Tage zurück und Samuel wird gewinnen. Okay, gut. Die Gefechtspistole an sich ist eh nicht ganz so viel wert, muss ich Ihnen leider sagen. Aber ich hoffe mehr wie ein Fahrrad. Oder hat er mich abgezockt? Der hat Sie abgezockt. Sagen Sie, ich hätte das Fahrrad behalten sollen? Ja. Wie gesagt, die Gefechtspistole und das Springmesser nehme ich Ihnen erstmal ab. Natürlich. Schauen wir nochmal in Ihre restlichen Taschen. Okay. Und Sie sind sicher, dass Sie keinen Diebstahl zugeben wollen? 100%. Ich habe nichts gestohlen. Okay. Wie kommen Sie darauf? Naja, also das Dietrich-Set, was Sie hier in der Tasche haben, wo die Kabel auch noch mit drin sind, ja. Das die sagt natürlich nochmal so einiges über Sie aus. Die habe ich von Daniel, weil er gesagt hat, er hat gerade keinen Zweitschlüssel, den er mir für das Fahrzeug geben kann.